Hallo, schön, dass du bei diesem Video wieder mit dabei bist. Heute gibt es einen weiteren Teil von meinen Aufgebraucht-Videos. Ich habe wieder so einiges zusammengesammelt, wo es Zeit wird, dass wir das mal uns gemeinsam anschauen. Diesmal aber in einem etwas anderen Format. Wenn dich das interessiert, dann bleib am besten dran. Falls du zum ersten Mal hier bist, mein Name ist Yvonne und ich begrüße dich recht herzlich auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Ja, in einem etwas anderen Format schauen wir uns heute mal die Produkte an, die meine Familie und ich so in den letzten Wochen aufgebraucht haben. Der Hintergrund hier ist unser neues Zuhause, noch nicht fertig, aber ich drehe jetzt immer schon fleißig von hier aus, weil ich eben hier auch wirklich schon einen Hintergrund habe. Im alten Haus mittlerweile sind kahle Wände, da sieht es einfach nicht toll aus. Und draußen macht das Wetter im Moment nicht mit, dass ich mich in den Pavillon setzen kann und von dort aus drehen kann. Das klappt irgendwie auch nicht. Ja, und ich will aber auch nicht meinen Müll jetzt unbedingt noch transportieren für das Video. Finde ich irgendwie auch voll eigenartig. Deshalb drehe ich jetzt diesen Vorspann hier vom alten Haus aus und dann gibt es gleich einen Perspektivenwechsel und ich filme die Produkte, die ich aussortiert habe und zeige die quasi immer nur noch in die Kamera. Im gleichen Format habe ich ja auch schon mal ein Wanderpaket ausgepackt. Das hat dir eigentlich ganz gut gefallen. Vielleicht ist das ja heute auch so. Also ich würde sagen, es geht los. Ja, also wie angekündigt jetzt mal mit einer ganz anderen Perspektive, nur für heute fest versprochen. Ja, mittlerweile hat sich wirklich so einiges angesammelt und ich habe es auch diesmal jetzt gar nicht groß sortiert. Ich habe hier quasi eine große Kiste stehen und die gehen wir jetzt mal der Reihe nach durch. Ja, ich habe jetzt zu einem Lenor Weichspüler leer gemacht. Das Problem mit unserer Wäsche habe ich ja hier schon oft beschrieben und ich bekomme immer viele Tipps und das ist total lieb. Ich habe auch schon so einiges ausprobiert, aber ich lande immer wieder beim Weichspüler, weil das das Einzige ist, was wirklich etwas länger anhält. Es geht mir ja wirklich, wie ich schon immer sage, nur um den Duft, gar nicht um irgendwie diesen Weichmacher-Effekt, überhaupt nicht. Aber ja, ich brauche halt irgendwie, dass die Wäsche auch noch, weiß ich nicht, ne? Nach 4 Wochen nicht mufft. Sie muss nicht frisch riechen, aber sie darf nicht muffen, wenn sie im Schrank ist. Und ja, diesmal war es jetzt Lenor, das war so ein kleiner Notkauf, so zwischen dem Umzug, weil ich nichts anderes gefunden habe. Und ja, ist jetzt aufgebraucht. Dann habe ich hier eine Reihe von Deos. Das hier hat mein Sohn aufgebraucht von Axe Dark Temptation. Das ist so ein Body Spray, das ist ganz gut gewesen. Von Nivea, Dry Comfort, das ist normale Nivea. Das habe ich ja damals in meiner Jugend schon genommen. Das funktioniert irgendwie auch heute immer noch genauso gut wie damals. Dieses hier hat aber jetzt mein Mann aufgebraucht. Dann habe ich hier noch ein Deo von meinem Sohn, Balea Men Sensitive Deo Roller. Ja, also die wirken einfach alle gut. Wenn, dann würde ich halt was anderes sagen, ne? Also natürlich gibt es auch Deos, die mal nicht so eine starke Wirkung haben, aber die jetzt hier waren alle in Ordnung. Duschgel habe ich hier einmal von Balea, Limette und Aloe Vera. Ich glaube, das gab es mal gratis bei DM für irgendwas. War das so ein Geburtstagscoupon oder irgendwie etwas? Also im Leben würde ich ja kein Limette kaufen, aber das hat mein Mann dann eben aufgebraucht und das war für ihn dann auch so. Okay, da kippt es um. Hier habe ich noch eine Spülung von Schauma, eine 7-Blütenöl-Repair-Spülung. Das war so ein Doppelpack in der Pinkbox, glaube ich, war das drin, zusammen mit dem Shampoo. Das Shampoo haben wir schon vor einiger Zeit aufgebraucht. Und hier ist jetzt noch so ein bisschen Rest drin, aber die Spülung gefällt mir einfach nicht gut. Und ich benutze ja wirklich immer sehr wenig von den Produkten. Das würde jetzt noch Ewigkeiten hier bleiben. Und dafür gefällt es mir einfach nicht gut genug. Also ist jetzt noch hier unten vielleicht so ein Streifen drin. Der Rest ist aufgebraucht. Aber ich würde es jetzt aussortieren. Ah, hier ist noch ein Deo. Das muss auch von meinem Sohn sein. L'Oreal Men Expert. 72 Stunden. Also, das sind immer Angaben, ne? Sehr interessant. Aber das hier roch, glaube ich, ganz gut. Warte mal. Ja, da fand ich den Duft jetzt sehr angenehm. Invisible Sport. Ja, das war wirklich nett. Hier habe ich auch mal von Jessa von DM eine Intim-Waschlotion aufgebraucht. Die vergesse ich oft mal zu zeigen. Also davon verbrauche ich natürlich wesentlich mehr.
aber die findet oft nicht den Weg in mein Körbchen, warum auch immer. Ich finde es ja ganz gut, weil die halt so pH-neutral sind und halt gerade bei einer Frau in dem Teambereich wirklich halt nicht zu Reizungen führt. Im Alter ändert sich das nochmal, dass man da so ein bisschen empfindlicher wird. Also ich bin das jetzt nicht, aber ich beug da lieber vor, ehe ich das werde, weil ich habe schon die dollsten Stories gehört und das muss ja nicht sein. Dann habe ich hier eine super Bodylotion von Dove aufgebraucht. Eine Night Renew Bodylotion mit Niacinamiden. Die habe ich von einer Freundin bekommen. Die war damit unzufrieden und die gibt mir gerne Sachen ab, weil sie genau weiß, ich verbrauche eben auch viel und ich mache eben auch diese Reviews hier. Und ich muss sagen, also die hat mir richtig gut gefallen. Der Duft war so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man die nachts aufgetragen hat, hatte man morgens eine so schön zarte Haut. Also das hat mir sehr gut gefallen. Von Gliscour habe ich jetzt hier noch so einen Langhaarschutz. Die werde ich jetzt auch aussortieren. Da ist noch nicht so viel raus. Nee, die ist noch echt gut voll. Aber mir hat sie schon nicht gut gefallen. Ich habe sie jetzt meiner Mama gegeben. Klar, Langhaar passt vielleicht auch nicht ganz so zu ihr. Aber sie hat so fluffiges Haar davon bekommen, dass sie es gar nicht mehr bändigen konnte, sagt sie. Und bei mir, es hat irgendwie nicht so wirklich was gemacht. Und wirklich, ich habe lieber dann Produkte. Ich habe nämlich genug gerade von Kuren, von Conditioner, von Spülungen. Was mir halt besser gefällt, und dann benutze ich natürlich lieber das. Ja, und weil ich es schon benutzt habe, würde ich es auch ungern jetzt noch an Fremde weitergeben, also in Wanderpaketen oder so, deswegen sortiere ich das aus. Ja, eine Menge Deos sind hier leer gegangen. Axe Fresh Almond Style, da weiß ich jetzt gar nicht so genau, wie das gerochen hat. Das hat, glaube ich, mein Mann benutzt, ja. Das riecht auch gut. Ja, das kann ich auch empfehlen vom Geruch her. Geholfen hat es auf jeden Fall. Hier ist das Shampoo von meinem Sohn. Der nimmt ja Head & Shoulders, diese Kopfhautpflege. Ich habe immer noch nicht gemerkt, welche Farbe hier am besten ist. Ich dachte, es gibt halt nur einmal diese Art von Shampoo von Head & Shoulders, weil ich kenne nur diese weißen Flaschen. Aber es gibt hier eben verschiedene. Das ist jetzt für eine stärkende Pflege. Dann gibt es irgendwie noch eine Sensitive Pflege und eine kräftigende und keine Ahnung was. Also dieses hier, dieses mit dem Lila hat ihm ganz gut gefallen. Aber ich meine, er hätte auch schon mal was anderes gehabt und das war für ihn auch okay. Die sind ein bisschen kostspielig, finde ich. Aus der Pink Box habe ich hier einen Duschschaum von Rituals, Ritual of Holy. Das riecht so ein bisschen frisch, ein bisschen fruchtig, ein bisschen süßlich, so eine gute Mischung aus allen. Ich bin nicht so der Riesenfan von Duschschäumen und obwohl mein Mann alle Duschgele verflucht, die nicht schäumen, sind ihm Duschschäume dann irgendwie zu viel. Ja, voll interessant. Also das hier haben wir echt ein bisschen gebraucht, bis es dann jetzt leer geworden ist, weil wir dann so hin und her geschoben haben, wer es denn jetzt leer macht. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Und noch eine Bodylotion von Dove. Hier haben wir jetzt regenerierende Pflege mit Kokos- und Mandelduft. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Die steht jetzt auch sogar vegan drauf. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Also den Duft mochte ich total gerne. Die Pflege war vollkommen in Ordnung. Ich finde, mit Dove kann man immer so nichts verkehrt. Noch einen Weichspüler von Ecovair. Das ist ja so mein favorisierter Weichspüler. Hier haben wir jetzt die Duftrichtung Apfelblüte und Mandel. Das nehme ich ja ganz gerne so für unsere Alltagswäsche. Also für alles, was wir so haben. Für die Bettwäsche und Handtücher nehme ich gerne nochmal so einen speziellen Duft. Da mag ich es gerne, wenn es irgendwie nach Magnolie riecht. Nach Vanille oder irgendwie so etwas. Aber ja, das hier ist so mein typischer Weichspüler eigentlich. Als ich meine ganzen Putzmittel aussortiert habe, habe ich ja dieses Schätzchen hier gefunden. Denk mit Textilerfrischer von DM. Und da war ja wirklich nur noch so ein Fingerbreit irgendwie unten drin. Und da hatte ich im Video schon gesagt, auf jeden Fall werde ich das leer machen. Und das habe ich jetzt auch getan. Fürs Sofa nochmal so zum Erfrischen. Für die Teppiche habe ich jetzt einfach aufgebraucht, wirklich. Dann habe ich jetzt hier noch ein paar Produkte von Hello Body. Da habe ich einmal aus der Kokosnussreihe Coco Cool Face Mist. Ich verwende ja diese Gesichtssprays auch ganz gerne so als Toner. Und dafür hat mir das hier jetzt einfach zu wenig gemacht. Das war eine schöne Erfrischung. Das war wirklich sehr angenehm. Das kommt auch aus der Glossy Box. Da war das mal drin. Es war wirklich okay. Der Duft war auch sehr angenehm. Nicht zu kokoslastig, aber es hatte halt für mich ja keinen wirklichen Effekt irgendwie. Und dann habe ich eben auch zweimal Gesichtscremes aufgebraucht. Einmal aus der Aloe Light Reihe, den Face Moisturizer
und meinen total geliebten Kokos Day Coconut Face Cream. Genau, da habe ich jetzt, glaube ich, schon die vierte Packung von aufgebraucht, würde ich meinen. Den liebe ich total. Und ich hatte diesen jetzt hier im Adventskalender drin und dachte, okay, probier's jetzt einfach mal aus. Aber das ist wirklich so eine ganz, ganz, ganz leichte Geschichte. Und ich dachte, wenn es halt wärmer ist, ist das für die Haut halt angenehm. Aber ich bin halt eben doch schon etwas älter und habe halt ein reiferes Häutchen. Und da brauche ich eben eine andere Pflege. Also ich habe es aufgebraucht, aber das ist auf jeden Fall für mich nicht das Richtige. Auf Dauer wäre das hier jetzt auch nicht das Richtige, weil das wirklich auch für junge Haut ist. Aber ich finde es einfach so, so angenehm. Und wenn ich dann mit dem Serum vorher schon arbeite und das einziehen lasse, dann reicht ja manchmal auch so eine richtig gute Feuchtigkeit. Und dafür ist das hier einfach ideal. Ja, zweimal Hello Body und das Spray halt eben aufgebraucht. Genau, Serum habe ich hier auch von Isana Q10 Antifalten. Sowas kann man nämlich eben vorher drunter machen. Da hat man eben schon diese, naja, Antifaltenwirkung quasi und kann damit Feuchtigkeit drüber gehen. Ja, das hier hat mir ganz gut gefallen. Hier habe ich noch von Jungglück eine Handcreme, die roch ein bisschen speziell, aber die war natürlich gut, sehr reichhaltig, sehr intensiv. Wunderschön geschmeidige Hände, hat mir auch richtig gut gefallen. Von Dresdner Essenz haben wir hier so eine kleine Probe von Duschgel aufgebraucht mit Lotusblüte und Aloe Vera. Kommt aus dem Adventskalender. Ja, da kann ich jetzt gar nicht viel zu sagen. Das war halt irgendwie so in Ordnung. Das kippt mir hier schon wieder was um. Genauso wie das hier war ein Bodycream. Daran kann ich mich zum Beispiel gar nicht erinnern. Kommt aus der Blissim-Box. Logisch, ist so ein französisches Produkt. Aber ja, werde ich mir wahrscheinlich auf die Beine aufgegeben haben. Von daher, ich kann mich jetzt nicht erinnern. Also war Feuchtigkeit einfach. Zahncreme ist aufgebraucht. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob das von uns ist oder von unserem Sohn Dontodent Brilliant Weiß. Das ist so ein Ding, das funktioniert irgendwie immer. Mit der komme ich mega gut klar und meine Familie ansonsten auch. Eine riesengroße Flüssigseife ist aufgebraucht. Die gab es mal in der Pinkbox von Altea. Mit Lavendel und Aloe, die war super ergiebig. Also die hat wirklich so, so lange gehalten. Ich mochte den Duft echt gerne. Ich mag ja generell total gerne Lavendel, aber hier war es wirklich so ein bisschen was Zartes und so ein bisschen was Frisches von der Aloe da mit drin. Also es war wirklich, wirklich toll. Hat mir total gut gefallen. Wäre auch sogar ein Nachkaufprodukt für mich. Hier nochmal so ein Serum von Isana. 12 Stunden, feuchtigkeitsspendend. Hatte ich mir mal aus einem Wanderpaket rausgenommen. Das war auch in Ordnung. Man sieht, wie lange ich das jetzt nicht gemacht habe. Ne? Hier haben wir noch zweimal Nivea Dry Comfort, diesen Deo-Stick. Also sind da drei jetzt von leer gegangen in der Zeit. Es muss also wirklich schon etwas her sein. Von Isana habe ich hier auch so einen Nagellackentferner, acetonfrei. Das sind diese, wo so ein Kissen drin ist. Was man jetzt was richtig sehen kann. Das nimmt die Kamera nicht so auf. Ne? Da ist so ein Kissen drin, wo man den Finger so reinstecken kann und dann so ein bisschen reiben kann. Und dieser ist einfach jetzt, naja, trocken geworden und einfach schon so viel Nagellack mit entfernt. Das ja, ist jetzt auch dann irgendwann mal gut gewesen. Ich habe da aber auch schon einen neuen von geholt, weil ich die wirklich sehr praktisch finde. Hier ist das auch so abgebildet. Ja, der gefällt mir wirklich richtig gut. Von Catrice habe ich hier so ein Pöttchen Hydro Overnight Mask. Das war mir im Gesicht eine komische Geschichte. Also mit 5% Squalan, ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Habe ich mir nicht vermerkt, keine Ahnung. Nee, also im Gesicht hat mir das nicht gefallen. Ich habe das dann für Hals und Dekolleté aufgebraucht. Da sind ja immer, ja, ich benutze immer ja Sachen dann zu Ende auf für Hals und Dekolleté, die mir sonst im Gesicht nicht gefallen. Oder ich nehme es halt für die Beine oder für die Arme und dafür war es dann in Ordnung. Aber im Gesicht war es irgendwie eine komische Konsistenz. Es ist nicht so richtig eingezogen, also nee, das war es irgendwie nicht so für mich. Dann habe ich hier eine Reihe von Kerzen, die ich jetzt erstmal zeigen müsste. Die Kerze hier, die gab es, glaube ich, im Waterdrops Adventskalender. Die roch so ein bisschen frisch, die haben wir aufgebraucht. Aus dem Douglas Adventskalender habe ich hier so eine kleine Harmony und Ayurveda. Ja, also ich glaube, jetzt in unserem neuen Haus kann man sowas besser ausprobieren. Bei uns im alten Haus waren die Räume zu groß für so eine kleine Duftkerze. Die hat man da nicht gerochen. Und das hier ist ein richtig gutes Beispiel. Im alten Haus ist die einfach nur angewiesen. Wir sind mit ihr quasi umgezogen und im neuen Haus ja, reicht das komplett fürs ganze Wohnzimmer. Also da gibt es wirklich einen Unterschied bei. Ein paar Vanilleduftkerzen von unserem Sohn, die er aufgebraucht hat. Einmal hier von DM.
eine von Ikea. Die kommt aus einem Wanderpaket von Douglas. Haben wir hier Raspberry Macaron. Wie gesagt, auch total schade. Der Duft war richtig gut. Hat mir voll gut gefallen, aber leider halt viel zu schwach für unser großes Wohnzimmer. Aber ich weiß ja, demnächst wird es auf jeden Fall besser klappen mit solchen kleinen Kerzen eben auch. Und dann haben wir hier noch einmal... Ah ja, Bananasplit. Ja, da habe ich da mittlerweile auch schon eine andere Kerze einmal reingestellt. Das war alles in dieser Umzugsphase, um noch was wegzubekommen. Genau, Bananasplit hat auch richtig gut gerochen. Da war ich ja so ein bisschen skeptisch, ob ich das mögen würde. Aber das war auch ein sehr, 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 sehr angenehmer Duft. Und hier haben wir noch eine aus dem Douglas Adventskalender. Mystery of Hammam. Das war auch in Ordnung. Was das? Hier haben wir noch ein Deo von Dove, kommt auch aus einem Wanderpaket mit pflegenden Zink, Zitrus und Pfirsichduft. Das war sowas ganz Leichtes, hat aber nicht wirklich funktioniert. Also es ist wirklich mehr so ein Duftspray als wie ein Deo. Hier habe ich ein Peeling aufgebraucht, was so ein bisschen ja, exotisch gerochen hat nach Ananas und Kokos und so. Das gab es mal in einem Wanderpaket, Moana, genau wie der Disney-Film. Ne? Oh, richtig angenehm, das war total schön. Ich mag ja gern solche Zuckerpeelings und das hier war genau so etwas. Hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich auch den letzten Duschpfluff aufgebraucht von Pure Matics Gurke Minze. Das war auch ein richtig, richtig toller Duft. Ich hatte ja verschiedene in einem Wanderpaket drin und habe mir die alle rausgenommen, weil ich das ja so toll finde. Und Gurke Minze war echt nochmal so ein tolles Highlight. Also eine super Sache. Ich finde, man braucht da nur einfach zu viel von. Ich weiß, das soll auch mega ergiebig sein und eigentlich, ich habe bestimmt zu viel davon genommen. Aber irgendwie fühlt sich das falsch an, wenn man da so wenig von nimmt auf der Haut. Von daher, ja, es ist, glaube ich, für mich jetzt kein Nachkaufprodukt, obwohl ich die Pflegewirkung wirklich grandios gefunden habe. Oh, ich habe noch eine Tagescreme von Hello Body. Ey, das ist ja verrückt. Wie lange habe ich denn nicht gedreht? Bin jetzt echt irritiert. Aber hier ist noch eine zweite. Also habe ich dreimal Tagespflege Hello Body aufgebraucht. Ja, ist aber auch wieder die Kokosnussgeschichte. Die mag ich ja total gerne. Das ist ja meine Liebste. Und ja, die ist jetzt auch leer. Interessant. Von Biana habe ich hier eine Körperlotion aufgebraucht mit Traubenkernöl. Und das stimmt, das habe ich gar nicht aufgebraucht, sondern meine Mama, weil das nämlich ein Duft ist, den ich überhaupt nicht leiden kann. Aber es pflegt natürlich richtig gut. Meine Mama hat immer oft Probleme mit trockenen Beinen. Und da kam das jetzt auch genau richtig. Dann haben wir hier von Zin. Das ist ja die Eigenmarke von Lidl. Das gab es auch mal umsonst bei Lidl mit dieser Lidl-App irgendwie. Flüssige Seife mit Mandelduft aufgebraucht. Ja, Mandelduft geht irgendwie immer bei Pflege, also bei Kosmetikprodukten, finde ich. Das riecht immer angenehm und als Seife ja sowieso. Oh, eine meiner liebsten Nachtcremes von Corals habe ich hier noch aufgebraucht. Ja, die ist also echt auch schon lange leer. Von daher muss das auch schon eine Zeit lang her sein, dass ich was gedreht habe hier. Die Night Brightening Sleeping Facicle Night Cream ist das, ja. Also die ist richtig, richtig gut. Die ist von der Konsistenz erst ein bisschen dick, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber sie ist sehr ergiebig. Man kann sie sparsam verwenden und hat morgens wirklich eine ganz, ganz zarte Haut. Das ist wirklich angenehm. Von, was bist du denn hier? Ah, das habe ich auch, glaube ich, von einer Freundin bekommen, wenn ich richtig überlege. Genau, das ist dieses hier mit Marshmallow-Duft. Das war eine Creme. Genau, eine Gesichtscreme. Die habe ich aber dann auch für für Hals und Dekolleté aufgebraucht, weil ich das im Gesicht auch eigenartig fand, nach Marshmallows zu riechen. Aber die war sehr, sehr, sehr pflegend. Hat mir gut gefallen. Ein Shampoo hat mein Mann hier noch aufgebraucht aus dem Spa-Exclusive. Ich kann langsam nicht mehr sprechen. Adventskalender, das ist der von Action. Ja, das war halt eben okay. Ich habe von Flora und Mare eine Augencreme aufgebraucht. Das ist diese Winkle Relax Cream. Das ist so eine ganz große Tube. Das sieht man jetzt gar nicht richtig, ne? Das ist also wirklich etwas größer. Das hat mir auch gut gefallen. Ja, wir haben halt von dem Umzug versucht, so ein paar kleine Sachen hier leer zu bekommen. Hier haben wir nochmal so ein Duschgel mit Shampoo, so kombiniert von Nature. Das hat mein Mann noch aufgebraucht. Hier haben wir noch so eine regenerierende Handcreme mit Granatapfel von Dresdner Essenz aus dem Adventskalender. Das ist ja so mein Lieblingsduft von Dresdner Essenz. Das ist so, so schön. Und die Handcremes fliegen eben so gewaltig. Das ist sehr angenehm.
von M-Asam Magic Finish habe ich eben das Make-up, das Magic Finish aufgebraucht in so einer Special Edition hier. Und das ist wirklich aufgebraucht. Ich liebe das ja total. Also ist ja mein liebstes Make-up, aber naja, das große Pöttchen ist dann jetzt auch leer. Dann habe ich hier jetzt noch von Rituals, das ist so eine Nachthandcreme, so eine Handmaske. Die habe ich dann wirklich immer auch im Schlafzimmer stehen gehabt. Das war sehr angenehm. Und ich habe hier noch von Wild Scenes oder so ein Brightening Serum. Das war wirklich so ein bisschen, ja, so ein Öl war das irgendwie. Aber richtig gut. Ich mag ja Öl im Gesicht nicht so gerne. Aber das hier roch irgendwie auch, glaube ich, nach Wildrose oder so. Finde ich jetzt gar nicht. Nach Rose oder irgendwie so etwas. Also es war mega angenehm im Gesicht und hat super toll gepflegt. Also das wäre sogar ein Nachkaufprodukt für mich. Und dann habe ich jetzt noch einige Masken hier, die ich aufgebraucht habe. Nicht so viele, wie ich wollte, aber ein paar sind dabei. Hier ist nochmal erst noch ein Peeling von Dresdner Essenz. Das kommt, glaube ich, auch aus dem Adventskalender, wenn ich richtig überlege. Entspannendes Zuckeröl-Peeling. Das hat mir gut gefallen. Das war ein toller Duft. Von Action gibt es solche Umpackungen. Da sind dann mehrere von diesen Sets hier drin. Das sind so Gurken, Under-Eye-Patches. Ja, davon habe ich mehrere aufgebraucht. Die gefallen mir nach wie vor gut. Es ist so ein kleiner frischer Kick für zwischendurch irgendwie. Oder gerade für morgens, wenn man meint, ach, heute habe ich ein bisschen mehr Pflege nötig. Dann hilft das ganz gut. Hier habe ich eine Haarmaske von Beauty Depp. Genau, also auch von Action. To Mango mit Mango und Passionsfrucht. Diese Packung hier hat wirklich für dreimal bei mir gereicht, obwohl meine Haare ja so mittellang sind. Also es ist mega ergiebig, riecht fantastisch und war auch richtig toll pflegend. Von Essence habe ich hier noch so Under-Eye-Patches aufgebraucht. Hier finde ich die Formen immer ein bisschen schwierig und ja, Pflege ist so mittelmäßig. Dann war ja in der Pinkbox das hier drin von Shebens Perfect Skin Glow Konzentrat. Das ist so ein bisschen getöntes Konzentrat, so ein getöntes Serum. Das roch mega eigenartig. Also wenn du das kennst, schreib mir das nochmal gerne in die Kommentare, wie dir da der Geruch gefallen hat. Mega eigenartig. Ich fand die Tönung auch schwierig, weil es ja wirklich nur wenig Produkt ist. Das lässt sich ja nicht so wirklich im ganzen Gesicht verteilen. Also ich habe es aufgebraucht, aber das fand ich eher schwierig. Richtig tolle Under-Eye-Patches sind diese hier von Frau Schmidt. Ich weiß nicht genau, wo ich die her hatte. Vielleicht auch aus dem Adventskalender. Bye-bye Knitterfältchen, das ist Programm, definitiv. Die haben toll gewirkt. Von Vita Maskes Gold Eye habe ich hier noch Under-Eye-Patches. Die waren okay. Und von Stark Skin Vip habe ich hier auch noch eine ganze Maske fürs Gesicht. Die hat mir auch richtig gut gefallen. Ja, das waren jetzt mega viele Produkte. Jetzt muss ich erstmal zusehen, dass ich alles ordentlich getrennt kriege. Und dann kann ich es jetzt endlich auch entsorgen. Man muss es nicht doch noch mitnehmen zum Umzug. Das wäre ja wirklich ärgerlich, wenn ich meinen Müll auch noch umziehen lasse. Ne? So war jetzt, glaube ich, die Lösung ganz gut. Ich hoffe, es war in Ordnung für dich. Beim nächsten Mal gibt es mich wieder mit im Bild, wenn ich mir einen Aufgebrauch drehe. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch gerne einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.